Hallo, guten Abend, Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Takami Galaxy. Wir haben gedacht, wir trinken mal ein kleines Radler und erzählen euch heute, wir haben Sonntag, die Geschichte, wie wir zu einer sehr interessanten Predigt gekommen sind oder zu einem sehr interessanten Gottesdienst mitten hier im Elbsandsteingebirge. Und alles begann mit einer Challenge, mit einem Videodreh für Takami, für unseren Main-Channel, auf einer Burg. Ganz genau. Wir haben den Dreh auf der Burg beendet. Prösterchen. Wollten am Abend eigentlich noch so ein kleines Feuerchen machen. Und gerade als wir so irgendwie Feuerholz gesammelt haben für den Take da im Video, kam so ein älterer Herr vorbei und hat uns dann nochmal ganz nett gewarnt, dass man das besser nicht machen sollte, weil das teuer werden kann und die Nationalwacht da im Nationalpark halt sehr wachsam ist. Sehr wachsam. Genau. Wir haben ihm gedankt und gesagt, tschüss, ne? Er hat dann noch irgendwie so ein paar Meter weiter seine Sportübungen, Yogaübungen gemacht. Und Kusan hat dann auch so gesagt, ach komm, da war so, sowieso die ganze Zeit Verkehr von Menschen. Und bei ihm hat er einfach gesagt, ach komm, den treffen wir vielleicht morgen noch irgendwie im Gottesdienst, das wäre ja was, ne? Da sind halt locker, ich denke mal so 100 bis 150 Leute durch diese Burg durchgelaufen den ganzen Tag über, während wir da gedreht haben. Deswegen mussten wir auch immer wieder Pause machen, dann einen Sketch drehen, dann weitermachen. Und wir haben im Großen und Ganzen halt 24 Stunden da verbracht und hatten schon geplant, am nächsten Tag runter, das war gleich am Fuße des Berges, auf dem wir gedreht haben, war eine Gottesdiensthalle, eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Wir sind ja damit aufgewachsen mit dem ganzen Thema und wollten deswegen unbedingt mal vorbeischauen. Und da habe ich dann bei diesem Gast habe ich tatsächlich gesagt, ich glaube, das ist so ein Typ, den könnten wir morgen in der Gemeinde sehen. Das war auch ganz am Abend. Den können wir in der Gemeinde sehen. Und am nächsten Morgen machen wir auf. Wir gehen rein. Wir sind dann zu dieser Kirche gegangen, sind dann reinspaziert und vor dem Eingang noch, wer begrüßt uns, wer hat die Begrüßung? Genau, dieser Sensei, typ. Dieser Meister. Ja, Grüße gehen raus. Genau. Roland. Nicht Olaf. Roland. Naja, und es war eine super herzliche Sache. Das war eine wahnsinnig herzliche Gemeinde. Wir wurden super herzlich aufgenommen und wurden richtig angekündigt und wahnsinnig herzlich begrüßt und irgendwie ausgefragt, woher wir denn kommen und Mensch, schön, super, dass ihr da seid. Eine super kleine Gemeinschaft. Ja, ja. Insgesamt waren vielleicht 10 Personen maximal da. Höchstens. In diesem Raum so. Der super kleiner Raum, kleine Gemeinde. Das war auch echt so ein Wohnzimmer. Herzlich. Wow! Das war echt so ein Wohnzimmer. Ich hab die nicht mitbekommen. Auf einmal war die so an meinem Ohr. Ich beobachte dich schon wieder. Ich höre nur so ein Wumm. Ja, es war eine wahnsinnig herzliche Gemeinde. Das war richtig gemütlich. Das war so ein Wohnzimmer-Feeling. Echt unfassbar gemütlich. Kleiner Raum, kleine Church. Und die hat dann irgendwie angefangen mit so ein bisschen Lobpreis. Wir haben so richtig Ansage, alte Liederbücher gehabt. Etwas ältere Lieder. War und ganz dann, nett. Dann kam noch der Ansager nach vorne, hat so einen kleinen Vers vorgelesen. Eben. Was ist? Bleib, wo du bist. Ja, bitte. So, hat so einen kleinen Vers vorgelesen. Und das war irgendwie schon so, da haben wir gedacht, bei uns sind in der Gemeinde oder so, wo wir herkommen, da sind halt Predigten echt so eine Sache von 10, 15 Minuten. So 15, 20 vielleicht, 20, maximal 30, das ist eine ultra lange Predigt, 30 Minuten. Und der Typ hat halt die Ansagen gemacht und hat so einen Anfangsvers vorgelesen und war so nach 10, 15 Minuten durch. So, ne? Und da habe ich gedacht, okay, Mensch, das war ja eine kurze Predigt, das war ja krass, okay, dann ist jetzt wohl der Gottesdienst vorbei. Und dann hat er gesagt, so. Und jetzt kommt Roland mit der Predigt. So. Und dieser Roland, den wir einfach getroffen haben am Abend davor, der ist der Pastor und hat einfach die Predigt gehalten. Ja. Richtig lustig. Was für ein Zufall, wie klein die Welt doch ist. Und dann hat der Typ auch noch das krasseste Predigtthema aller Zeiten ausgepackt, nämlich Leben und Tod. Und die Frage, der er schon sein Leben lang auf der Spur ist, was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Darüber hat er gepredigt. Sehr, sehr persönliche Predigt. Wahnsinnig viel über sein Leben erzählt. Bleib, wo du bist. Und dann ist er sehr, sehr stark darauf eingegangen, was eigentlich die Bibel dazu sagt, wie er das sieht, wie er die Bibel und dazu interpretiert. Das gibt es ja auch wahnsinnig viele verschiedene Wege. Mhm. Und das Thema oder das, was er letztendlich probiert hat, drüber zu bringen, war Ehrfurcht vor dem Leben. Und es war ganz eindrucksvoll. Seine Geschichte begann nämlich mit einem Todesfall. Das soll ich vielleicht erzählen. Ja, genau. Er war schon so irgendwie mit 16 hat er seine Krankenpflegeausbildung angefangen und hat halt in seiner ganzen Karrierelaufbahn irgendwie super viele Erfahrungen halt mit dem Tod, mit dem Menschen, mit verschiedenen Fällen, als er 16 war, was ihn super geprägt hat, was wir jetzt irgendwie nur mal kurz anschneiden, ist halt, dass er irgendwie seinen ersten Fall hatte, da hat er dann irgendwie gepflegt, so einen älteren Herrn,
Und als er ihn halt irgendwie so gewaschen hat, ist er nach 4 Minuten, hat ihn umgedreht und dann war er einfach verstorben. Und viele weitere so eine Geschichten irgendwie halt mit... Auch die eindrucksvolle Geschichten, ist dann auch auf ein bisschen auf die Abtreibung noch eingegangen. Abtreibung und das ist ja auch für viele Christen sowieso ein kritisches Thema, ne? Was, ob das nun jetzt die Tötung ist, also ob man da wirklich Leben vernichtet durch oder ob das eigentlich vielleicht gar nicht irgendwie eine Entscheidungssache sein sollte, man sich da nicht einmischen sollte. Naja, aber dann das war dann als er einen 10-jährigen Jungen sterben sehen hat, irgendwie hat er sich so gedacht, so, wow, Moment mal, ich habe zu Hause 3 gesunde Kinder. Wie dankbar kann ich eigentlich sein für dieses Leben? Und Leben und Tod und was ist der Mensch, war dann halt so die Themen, die er angeschnitten hat. Und er hat dann begonnen, oder hat dann, während er die Predigt schon ein bisschen, während er so ein bisschen aus seinem persönlichen Leben immer erzählt und dass er schon sehr viele Berührungspunkte mit dem Tod hatte, erzählt, dass Adam eigentlich Mensch bedeutet. Genauso aus dem Hebräischen raus. Aus dem Hebräischen kommt aus dem Wort Adama. Und Adama bedeutet eben Acker. Oder Erde. Erde. Genau. Ja. So, je nachdem, wie man das auswählt. Wird so fast genau gleich geschrieben, irgendwie nur mit genau, Adama und dann. Kleinen Buchstaben. Hat er auch nochmal eine kleine Hebräischstunde gegeben. So. Das M wird, weil das in der Mitte steht, übrigens anders geschrieben als am Ende. Naja, und so weiter und so fort. Und das war irgendwie auch super beeindruckend, dass es im Hebräischen tatsächlich schon, das ist ja Wahnsinn, 5000 Jahre alte Sprache, dass es da so verankert ist, dass der Mensch eben wirklich als Erde richtig gebrandmarkt ist, gekennzeichnet ist, in der Sprache verankert ist als die Erde. Und er hat auch gesagt, ja, wir bestehen zu 2/3 aus Wasser und 1/3 ist Erde oder so. Genau, wir bestehen eigentlich, wir sind eigentlich nur so ein Erdklumpen und das, was den Menschen dann halt irgendwie ausmacht, wo er dann darauf eingegangen ist, ist dann halt die Seele, die von Gott eingehauchte Seele. Ja, er hat gesagt, dieser perfekte Körper, oder dieser Körper von Adam, von dem ersten Menschen, der war halt irgendwie dann super geformt und lag da halt rum. Perfekt war halt so, toll. Wie er war, aber wow, was für es war immer noch Körper. Kein Leben. Genau, und dann hat Gott ihm halt quasi durch die Nase, hat er sehr eindrucksvoll geschrieben, das fand ich ein bisschen, das Mund-zu-Nase-Beatmung eingeatmet. Das hat er vielleicht ein bisschen zu wörtlich genommen aus der Bibel. Er hat halt einfach so wörtlich gesagt, da hat das Gott muss so toll dem gewesen sein. Durch die Nase eingeatmet. Ich wünschte, ich hätte auch mal seinen Mund an meiner Nase. Das hat er ein bisschen wörtlich genommen. Aber das Sinnbild war halt einfach. Ja, genau, nee, weiß man nicht, ne? Ja, ich weiß aber ja. Aber es war so lustig. Da muss ich mich richtig zusammenreißen, nicht zu lachen, weil das einfach so lustig aussah, wie er es auch so vorgemacht hat. Er hat ihn in die Nasenlöcher reingepustet. Die Seele und so entstand das Leben. Ja, genau. Oder wie wir es nennen, das Bewusstsein. Er hat besonders viel, ist er noch irgendwie darauf eingegangen, dass es eben auch mit der Evolutionstheorie irgendwie da ein bisschen Konfliktpotenzial gibt mit der Bibel, mit der Sicht der Bibel und besonders mit der Entstehungsgeschichte, wie sie in der Bibel steht, hat dann aber auch gesagt, dass es eigentlich letzten Endes nicht sein kann, dass das Ganze einfach so aus der Natur heraus entstanden ist, sondern dass da wirklich ein Schöpfergeist hinterstecken muss, denn er selber hat ja viel in der Chirurgie irgendwie gearbeitet oder hat er auf jeden Fall als Helfer irgendwie gearbeitet und hat einmal das Herz eines Menschen schlagen sehen. Und er weiß, dass dieser Körper, und die hat dann ganz viele Organe unseres Körpers benannt, das Auge zum Beispiel auch, was das für eine Wahnsinnsfunktion hat, was das an Leistung erbringt und wie das eigentlich letztendlich nicht sein kann, dass das einfach ein Zufall ist, der so irgendwie nebenbei entstanden ist, während die Natur sich entfaltet hat. Er hat dann auch ein richtig krasses Beispiel genannt, was ich echt heftig fand, wenn sich das mal zu überlegen. Und zwar, wenn man 20 Wissenschaftler, die fest davon von der Evolutionstheorie überzeugt sind, und sagen, ja gut, das ist ja irgendwie alles so schwuppdiwupp entstanden. Wenn man die in den Raum stellt, mit den perfekten klimatischen Bedingungen, mit dem perfekten Wetter, mit Wasser, mit allem möglichen drum und dran, was man braucht, um irgendwie ihrer Meinung nach Leben entstehen zu lassen. Ob man da dann ein paar Millionen, Milliarden Jahre wartet vielleicht sogar. Und in diesem perfekten Raum, ob sie dann beobachten können, wie dort Leben entsteht, das so komplex ist wie das menschliche. Oder Körper entstehen, die so komplex sind. Die wir auf dieser Erde hier beobachten können. Das fand ich irgendwie wahnsinnig interessant. Sehr interessantes Gedankenexperiment mal. Hm. Am Kopf sich das durchziehen zu lassen. So. Ich will mich da jetzt gar nicht großartig positionieren oder so, aber auf jeden Fall, weiß ich auch nicht. Es war sehr eindrucksvoll, fand ich, wie überzeugt er davon war, dass es einen Schöpfergott geben muss. Und dass er sagt, die Evolutionstheorie, das kannst du alles in die Tonne kloppen, das ist alles egal. Was wirklich so eine Sache ist, ist, dass wir hier die Schöpfung haben, dieses Wahnsinnswunder, und dass wir das wertzuschätzen haben und Ehrfurcht vor dem Leben haben sollten, denn der sind wir schon,
dass wir über andere urteilen können, dass wir überall unseren Senf zugeben müssen. Wir sind letztendlich, und das hat er immer wieder betont, wir sind ein Haufen Dreck, wir sind ein scheiß Haufen Erde. Das fand ich auch so genial, das ganze das Fazit seiner Predigt, also dieser ganze Endsatz war im Grunde genommen, wir sollten einfach mal mehr rausgehen, einen Berg besteigen, einen Baum bewundern, atmen, schwimmen gehen und einfach nur leben. Einfach nur das Leben erleben. Das war eigentlich im Grunde genommen das Fazit. Dankbar dafür sein, für dieses Wunder auf Erden und Gottlob preisen, die Schöpfung, der Schöpfung danken und einfach nur, ja, erfahren, das Leben erfahren, bewusst sein. Immer wieder das nice zu beobachten. Ja, das war so ein richtiges Zen-Fazit einfach. Ja, das war ist ja letztendlich alles das gleiche. Ich sag immer, das ist alles der gleiche Shit. Alles kommt am Ende mal aufs Gleiche hinaus. Und es ist, glaube ich, immer wieder eine richtig tolle Message. Es ist immer super, sich das wieder zu refreshen, einmal kurz ein neues Mindset wieder reinzukriegen. Und es ist auch immer wieder richtig geil, muss ich sagen, verschiedene Perspektiven oder Interpretationen, besonders so beim Biblischen, wenn ich schon mein ganzes Leben so dabei, da kenne ich einfach, habe ich schon wahnsinnig viele Predigten gehört. Und jetzt mal hier so mitten im Elbsandsteingebirge, wir haben eine Nacht auf der Burg verbracht, gehen runter in so einen kleinen Gottesdienst, so einen Wohnzimmergottesdienst und erfahren dann ein bisschen was über Gott und wie wir doch einfach mal ein bisschen Ehrfurcht vom Leben haben sollen, denn wir sind alle Dreck und ein bisschen Wasser. Dem irgendwie Leben eingehaucht wurde, ist schon insane. Ist schon auch so richtig die herzliche Gemeinde und richtig die Gastfreundschaft haben wir da erfahren. Alle haben uns so herzlich willkommen geheißen, wollten uns noch mit dem Auto irgendwohin mitnehmen und haben uns hier und dorthin eingeladen. Wir haben erfahren, dass diese alles Buchmeister. Das waren selber alles noch so frühere oder jetzige noch Buffer und so Übernachtungscamper irgendwie so, kennen hier richtig die Spots in der Natur, haben uns so Empfehlungen gegeben, wo man gut übernachten kann. Morgen wollten wir noch ein cooles Video drehen und haben wir uns nochmal was ausgesucht, wo wir ein bisschen was drehen wollen wahrscheinlich. Und zwar haben wir uns in der Höhle rausgesucht und wollten dann irgendwie so eine Challenge draußen machen, irgendwie, keine Ahnung, 24 Stunden in der Höhle oder sowas, irgend so ein Quatsch wieder, ne? Und da haben wir halt gesagt, ja, wir wollen halt mit dem Hintergrund, wir wollen unbedingt mal bofen. Das ist hier so eine Tradition in der sächsischen Schweiz, dass man in einer Höhle oder in einem großen Felsvorsprung einfach mal eine Nacht verbringt und quasi im Freien nur unter dem Felsgestein und dem Sandgestein schläft. Das ist hier eine wahnsinnig lange Tradition. Das wollen wir dann gleich mit einem Videodreh verbinden. Und da haben wir gesagt, ja, wir gehen in die Gammrich-Höhle. Und dann, nein, das könnt ihr nicht hören. Die halbe Gemeinde sagt, sag mal, spinnt ihr, das könnt ihr nicht tun. So, und dann haben sie gleich gesagt, ja, also wir haben da die Leuchte, haben so 20 Höhlen aufgezählt, die wir sonst noch können, die wunderschöne Aussichten haben. Und dann haben wir jetzt auch ein bisschen was rausgesucht. Das liegt ein bisschen weiter im Landesinneren, wo wir auch noch gar nicht waren, wo wir auch noch einen schönen Aufstieg haben. Das wird, glaube ich, echt cool morgen. Und da werden wir dann die Nacht verbringen. Oder werden wir morgen so einen Tag verbringen. Also wahnsinnig herzlich. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie so wirklich, also bisher, ich meine, es gibt sicherlich andere Erfahrungen, klar, locker, aber bisher muss ich sagen, die Gemeinde Jesu so in der ganzen Welt oder immer wieder wo, egal wo man hinkommt, wahnsinnig herzlich, Leute, kann man nur empfehlen. Ja, auch Schaut das Abschlussgebet vorbei. So von der ganzen Gemeinde, jeder hat so einmal rausgeböllert und alles, was, das erste Wort, was so jeder gesagt hat, ist so, danke, Herr, danke für dieses Leben. Du, ich bin dir so dankbar. Für dieses Wunder von Dasein. Das ist immer so geil mit dem Akzent, ey. Ich komme da immer auf den Akzent nicht klar. Das ist immer so lustig. Das ist einfach. Ja, witzig. Ja, herzliche, super herzliche Menschen. Wieder schöne Erfahrung gewesen. Wahnsinnig coole Kiste und ein krasses Bibelthema. Ehrfurcht vor dem Leben, kann man gerne mal drüber nachdenken. Coole Perspektive. Das ist eine wahnsinnig krasse Perspektive. Besonders das halt von jemandem zu hören, der echt schon einiges an Leben hinter sich hat. Der ist, glaube ich, so Mitte 60, Ende 60, 70 gewesen. Genau, locker. Ja, auch. Irgendwie hat noch eine Mom, die 101 ist oder so. Ja, Ende 100. Ja. Naja. Krasser Tipp. Also, Ehrfurcht vorm Leben haben. Na gut. Das war die Message. Das war es dann auch schon wieder mit diesem Video, glaube ich, von Takami Galaxy. Abonniert uns, falls es euch gefallen hat. Schaut mal auf dem Hauptkanal vorbei und mit vollem Magen lässt es sich am besten schlafen. Ja, Mann. Und in dem Sinne gehen wir wahrscheinlich auch demnächst. Obwohl, wir bleiben ja noch ein bisschen. Das ist richtig gemütlich. Wir genießen hier noch ein bisschen die Aussicht auf die Sandsteine. Ist einfach wunderschön hier. Da hinten sind sie. Elbsandsteingebirge, sächsische Schweiz. Selbst wenn man die Sonne noch gesehen hat, war auch noch alles richtig schön. Der ganze Himmel war rot. Ja, das war echt sehr krass. Zu empfehlen. Richtig cool. Ja, cool. Also dann, ciao, ciao.